the Poppy Special. Very good, Mr. Crispin. A signature dish prepared especially for you. We'll hang on to any weapons. Mr. Crispin, right this way, please. What happened to the guards assigned to you, sir? They couldn't keep up. Super. Okay, hier haben wir schon mal diverse Kameras. Und ein sehr interessanter Club mit einem backenden Kellner, den wir verfolgen sollen. Mr. Quinn wanted to ensure you're comfortable. On his behalf, we offer you a special gift. Please. Enjoy as much as you like. You're my special gift, eh? What's your name? Poppy? I know about you. What you do to girls. No, it's not. It's okay. I'm done. Mr. Crispin, is everything to your liking? You interrupt me again and you're next. I'm not gonna hurt you. Just come with me. I can help you. No. They'll find me. They said you were a monster. You're not Crispin, are you? My name is Pierce. Okay, ich möchte nicht wissen, was der mit den Mädels immer gemacht hat. Im Hintergrund hat man ja die Leute gehört, die irgendwas von Kannibalismus auch geredet haben. Okay, ich glaube, hier kommen wir nicht so einfach raus. Oder? Hier wird auch noch irgendwas Hässliches passieren. Trau der Sache hier nicht. My gun. We hope you'll come back again. Okay, das war zu einfach. I need a favor. I gotta get Poppy out of this place. Call Infinite 92, pretend you're Crispin's assistant. Tell them I insist that Poppy be delivered to me at the auction. Yes, okay. She'll be there. I'll make sure of it. Maybe Crispin had to die, but at least we can save this girl. That's something, right? I'm not sure we can add things up so cleanly, but we're gonna get her out. Damit haben wir die Mission beendet und wir haben, warum auch immer, auf einmal das Auto hier vorne dran stehen und konnten es einfach mitnehmen. Mir soll es recht sein. Was habe ich eigentlich an Skillpunkten? 4 Stück habe ich. Hochbahnsteuerung, Dampfleitungen, Nagelsperre. Profiler-Optimierung. Jawohl, es gibt uns keine zusätzlichen Batterieakkus. Da kriegen wir hier eins. Da brauchen wir aber 5 Skillpunkte für. Kampftechnisch. Der Schrotflintenexperte. Und dann könnten wir in Richtung Automatikexperte rein. Im Einzelspielermodus Welle 5 in NVZN erreichen. Yeah, whatever. Pyrotechniker und da hatten wir noch Sprengwiderstand. Das wäre vielleicht für mich ganz gut, aber Pierce hält ja allgemein nicht viel aus. Das ist einfach so. So, einmaliger CTOS-Scan, um NPC-Gegner zu erkennen und markieren. Das ist nice.
Das nehme ich. Das nehme ich. Der ist super. Und USVs herstellen. Ja, mein Gott, was soll's. Fahren, was haben wir denn hier noch? Geländefahrer und Präzisionsfahrer. Ja, könnte ich vielleicht auch mal nehmen mit meinem Skill. Ach, das ist ja, das war doch jetzt mal eine gute Neuerung. Dieses Markieren, das finde ich gut, muss ich sagen. So, wo müssen wir denn hin? Hier, hier, nach hier. Oh, ich möchte das Auto aber mitnehmen. Aber ich will eher eine Schnellreise machen. Das geht, wie der Name schon sagt, ein bisschen schneller. Toll, jetzt habe ich wieder so ein dösseliges Motorrad. Ich hätte ja gern das TÜV behalten, aber gut, was willst du machen? So, wie kommen wir denn hier auf die Straße? Gott, Leute, es ist nur ein Motorrad, regt euch mal ab. Wie sie hier alle ausflippen. Nee, hier ist alles zu. Das bringt uns nicht sonderlich weiter. So, das hatten wir ja schon mal. Hui! Oh, Baby. Aber diesmal bin ich nicht auf die Fresse gefallen. Das will ja auch schon mal was heißen. Gut. Dann gucken wir mal, dass wir uns hier schon in die nächste Mission stürzen. Ui, 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 ui. Komm schon. Weiß nicht, so diese ganzen Nebenmissionen sind ja ganz nett. Und ja, man kann dadurch EP verdienen und hast du nicht gesehen, aber die Story interessiert mich doch etwas mehr. Hier sind wir wieder ab hier. It won't be long before someone reports my mess at the car dealers. Just find a rack, scan his dog tags, make a clean getaway. Sounds easy enough. Something tells me it's not gonna go down that way. Mal gucken, ob ich irgendwas finde, wenn ich hier in diese Autos einsteige. Manchmal haben die ja was im Handschuhfach oder so, aber die scheinen alle nichts zu haben. Aber alles ganz edle Geräte oder fast alle. Und ein Polizeiauto ist auch dabei. Das können wir aber nicht einsteigen. Aber das heißt doch, dass hier auch ein Polizist irgendwo mitmischt. Na gut, dann gucken wir uns das Ganze hier mal an. Sorry, Mr. Crispin. We need your weapon. Wouldn't want to be rude. Not a scratch. Mr. Quinn said you like to see the raw merchandise. I'd like to know what I'm paying for. Und ich habe die dunkle Vermutung, es ist keine Yacht. Where can I find Poppy? Mr. Quinn got your request. Don't worry. She's here. I have to tell you Mr. Quinn's rules, though. All payments must be made in cash or through a secured account. If you want to sample any of the girls before they're open to bidding, you got to pay a small fee. Premium girls are off limits. Don't want to lower the value if you get me. Yeah, I get you. Na dann. Da ist auch der Polizist, oder? Make sure it's a quiet night or we aren't going to be able to keep the other boys from shutting you down. Our clients are low-key. Yeah, yeah. Why are the payment already? Being this close to gangbangers gives me a rash. Never mind. Boss will be done with them soon enough. So, so. Was können wir denn hier treiben? Können wir eindringen? Bringt uns das was?
Okay, hier geht's dann noch weiter. Ups. Okay. Gut, das hat uns aber nicht sonderlich viel gebracht. Wir haben nur ein bisschen Infos gesammelt und ich möchte nicht wissen, was hier versteigert wird. Okay, also hier geht es auf jeden Fall um Frauenhandel. Hier steht auch schon eine Frau hier, sold. Und Mr. Quinn hat da auch seine Pfoten mit drin, hat das aber alles an Iraq abgegeben. Guckt mal, wie er das jetzt dieses Jahr so macht. Und wenn er das gut macht, dann braucht sich da Quinn nicht mehr drum zu kümmern. This is Mr. Crispin. I'm taking him to meet Mr. Quinn. They won't bring all the merchandise on stage at once. It's on my schedule for private show. Each one of them has been tagged with a number. Keeps things efficient. If you guests prefer to watch the model, I was told you want to see the stage. How else can I get a full appreciation of what you guys do? Step aside. Mr. Quinn's waiting. Mr. Quinn is up there with Iraq. Okay, aber Mr. Quinn kennt uns doch. Der wird doch ganz schnell sehen, wer wir sind. Ich meine, wie eklig ist das denn bitte? Gut, aber da haben wir schon mal einen Überblick über die ganzen Gegner. Die werden sicher noch wichtig werden. So, rennen kann ich hier leider nicht. Oh, was ist denn hier drin? Zumindest nichts zum Häken. Dankeschön. Oh, Junge, Schleich. All due respect, it's your man gonna miss it. Shit all risk now. Extra security ain't enough. We should have canceled. The risk? You're allowing yourself to be seen as weak. Relax. Do what you have to do. Don't make a circus of it. My men are stretched. Your men are expendable, Mr. Orang. Business must proceed. Meantime, find out who killed my men. That's all. Mr. Crispin. Moving on to the next item on your tablet. Okay, let's scan. Would you excuse me? Of course. Our honored guest has arrived. Mr. Quinn, unfortunately I can't stay. Enjoying our little pageant? Well, which one? The one down there, up here? Oh, my associate, Mr. Iraq. He's a loyal soldier. But he is young. What do you see when you look down there? Well, I see. Bidding has opened. Someone flexing his power. We have an opening bid. Mr. Iraq sees it as an auction. He sees
rewards. Open to raise. Experience has taught me not to be manipulated. Final call on this bid. Final call. Not to back down. Sold. I don't detect an accent, Mr. Griffin. Move on to the next item on your tablets. Bidding has opened. Life has taught me a great many things to get me where I am. Bid was raised. And luck had nothing to do with any of it. Bids are still open. Any other bids, gentlemen? Mr. Crispin. Final call on this bid. They don't trust you. I know, we're leaving. Final call. Come here. Sold. Closer. A tattoo. It's a tracking device beneath the skin. It's also very efficient for business. I can scramble its signal. That's it? Yeah. Okay, nicht gut, gar nicht gut. Aber wieso hat er uns nicht erkannt? Hat er uns damals im Auto nicht so gut gesehen, oder? Okay. I'll send help. Oder wie? Das kapiere ich jetzt nicht, weil er müsste uns doch eigentlich super gut gesehen haben. Und der müsste doch wissen, wie wir aussehen durch die Aktion damals im Auto. Mist! Tarnung aufgeflogen. Wenn ich hier so rumschleiche, dann werde ich wohl eher auch tarntechnisch nicht so gut unterwegs sein. Ja, super! Das, ja, keine Ahnung. So, bloß weg hier. Come with me. Okay. I'll send help. Gut, sie will hier bleiben. Okay. Ohne auch nur ein Laut von sich zu geben oder ein Schlaggeräusch haben wir ihn niedergestreckt. So, jetzt ist nur die Frage. Wie komme ich hier raus? Hier. Okay. Gut, 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 gut. Durch den Keller war mir ja schon klar. Hier ist noch einer, da vorne ist auch einer. Lassen wir die einfach mal abhauen. Komme ich nicht rum. Nessesse. Komme ich hier überhaupt irgendwo hin? So, der kommt schon wieder her. Dann warten wir mal ganz kurz. Guck mal hier, mein Freund. Damit ich dir eins überziehen kann. Die anderen müssten ja alle oben sein. So. Watch your back, fellow. So, hier würde noch was liegen, wenn wir denn nicht voll wären. Okay, wo ist denn der Typ? Watch your back. Ah, da bist du. So, Freund. Nase. Wir können hier hoch. Ah, wir haben überhaupt unsere Waffen abgegeben. Deswegen ist es ganz gut, dass ich mich hier mal ein bisschen eingedeckt habe.